Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir behandeln hier eine Premiere im Plenum. Es handelt sich erstmalig um vorgetragene Subsidiaritätsbedenken bei einem Entwurf der Europäischen Union. Liebe Brandenburger, hier in den Abgeordnetenbüros sitzen sehr EU-gläubige Menschen, quasi Unionisten. Ich zitiere. Ja, Herr Pethke, Sie sind Rassist oder Nationalist? Liebe Brandenburger, hier in den, ich wiederhole es nochmal, wenn Sie es hören wollen. Ich zitiere aus der Beschlussempfehlung, der Landtag begrüßt es, dass Hindernisse abgebaut werden sollen, die durch unverhältnismäßige nationale Berufsreglementierungen entstehen können. Dazu kann ich Ihnen eigentlich nur Folgendes aus Sicht der AfD-Fraktion mitteilen. Die EU frisst sich wieder einmal durch die Gesetzgebungskompetenz der Demokratien. Und wieder einmal beteuert man gegenüber dem mündigen Bürger, dass es ja nur gut gemeint und zu seinem Besten sei. Konkret geht es aber um eine von der EU-Kommission verlangte Stillhaltefrist. Im Rahmen der hier vorgelegten Beschlussempfehlung wird sehr weiche Kritik geäußert. Dies trage ich so nicht mit. Weitere Dinge, welche mir aufstoßen, habe ich bereits im Ausschuss gesagt und ich werde es hier nicht wiederholen. Aber wir werden diese Beschlussempfehlung ablehnen, da die formulierten Bedenken und die damit verbundene Kritik an der schleichenden Machtübernahme und der permanenten Einmischung der EU zu weich formuliert sind. Wer den europäischen Gedanken leichtfertig mit dem Kraken der bürokratischen EU gleichsetzt, der darf sich nicht wundern, wenn sich die Bürger beim Protest gegen diese Eurokratie wieder ihrer Nation zuwenden. Aus Protest für unsere Bürger votiert die AfD-Fraktion gegen diese butterweiche Beschlussempfehlung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.